Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Daily Shop News vom 17.06.2019. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schauen wir in den heutigen Itemshop rein. Und da haben wir eine neue Lackierung. Jo, den Schlürf. Fangen wir mal auf der rechten Seite an. Royale Muckis für 200 V-Bucks, mega geil, kriegt von mir 9 von 10. Gancho hat hier ein Voting von, oh Gott, nur 2 von 5 bei 4 Votes. Am 4. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen, 16 Mal seitdem, 12 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 164 Tagen, 4. Januar 2019, das ist der Wahnsinn, ey. Oldschool. Der ist mega geil. Oben rechts in der Ecke verlinkt hier ein Video, wo ich das Ding habe durchlaufen lassen mit dem kompletten Spind von Herrn Sofort und meinem sogar noch. 10 von 10 für das Ding. Hammerteil. 3,54 von 5 bei 13 Votes am 20. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen. Zweimal seitdem. 9 Reminders. Tiefseemacht. Finde ich persönlich. Gut, da hinten, das sieht natürlich cool aus, dieses Backpack hier, ne? Der Rucksack mit der Krake ist schon irgendwo faszinierend. Tiefsee macht für 1500 V-Bucks. Ansonsten finde ich den nicht ganz so prickelnd. Kriegt von mir 7 von 10. Der Deep Sea Dominator hat hier ein Voting von 3,25 von 5 bei 12 Votes am 22. Februar 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3x 7 Reminders. Jetzt habe ich mich selber weggeklickt. So, vor 114 Tagen das letzte Mal im Shop am 23. Februar 2019. Ja klar. Der blutrote Speer für 800 V-Bucks. 4 von 10. Finde ich persönlich jetzt nicht so wirklich interessant. Hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 16 Votes. Am 25. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem 19 Reminders. Das letzte Mal auch vor 129 Tagen im Shop am 8. Februar. Irgendwie so. Alles irgendwie Items, die etwas länger schon nicht im Shop gewesen sind. Ja, auch mal interessant. Süßkram oder auch Gumdrop für 800 V-Bucks kriegt von mir. Ich finde den ganz schrecklich. Einfacher Gleiter und dann in Rot gehalten. Ganz schlimm. 1 von 10. 3 von 5 bei 19 Votes am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 34 Mal seitdem 18 Reminders. Auch vor 8, 83 Tagen das letzte Mal drin gewesen. Am 26. März 2019. Partylöwe. Hammergeile Picke. 10 von 10. Hier oben mit diesem Fass. Da unten fließt dann der Slurp Juice. Hier unten durch. Ich finde das Ding mega cool. Für 1500 V-Bucks. Wenn man hier oben drauf drückt, dann kommt auch noch Slurp raus. Ja, 10 von 10 für Slurp. Party Animal hat ja ein Voting von 4,44 von 5 bei 41 Votes. Am 17. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 24 Mal 82 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 35 Tagen am 13. Mai 2019. Dann kommen wir hier zu Synapse. Haben wir ja gestern bereits drin gehabt. Übrigens, da dieses Solo-Pack habe ich gestern gar nicht so wirklich beachtet. Ist auch relativ nice. Ja, Synapse. Hexwelle. Wenn euch interessiert, wie ich das gestern benotet habe, dann schaut da jetzt einfach mal rein. Wir können jetzt einfach mal ganz kurz, also oben rechts verknüpft jetzt hier. Synapse hat aktuell ein Voting von 3,5 von 5 bei 26 Votes, 7 Reminders aktuell und die Hexwelle 3,33 von 5 bei 12 Votes, 6 Reminders. So. So, dann kommen wir hier zum Finsterbomber für 1200 V-Bucks. Das Ding ist ein absoluter Kultskin. Hier diese ganzen animierten Glyphen da drauf auf dem Bomber. Dann hast du hier
hinten ein mega geiles Backpack. Das Ding ist für mich mit der geilste Skin. Ja, ich würde sogar behaupten, für mich ist das der geilste, der absolut geilste Skin im ganzen Spiel. Ich liebe den Finsterbomber. Hier für 1200 V-Bucks, der sofort hatten sich auch gegönnt. Schauen wir mal ganz kurz hier rein ins Voting. Na, 4,36 von 5 bei 125 Votes. 5. Oktober 2018, das letzte Mal drin gewesen, 8 Mal seitdem, 458 Reminder. Das letzte Mal vor 33 Tagen, am 15. Mai im Shop. Absoluter Wahnsinn. So, aber es geht noch eine Spur geiler. Für mich die geilste Picke des ganzen Spiels, das Donnerross. Schaut euch diesen Partikeleffekt an. Wenn das nicht geil ist, weiß ich es auch nicht. Wenn ihr hier drauf ballerst, Alter, das ist richtig crazy. Dieses Teil ist einfach nur mega krank. Geilste Picke im Spiel. 10 von 10 für 1200 V-Bucks für das Donnerross. Fehlt dem Herrn sofort noch. 4,51 von 5 bei 57 Votes. Ja, 129 Reminders. Das letzte Mal vor 33 Tagen auch im Shop. Da war wahrscheinlich das komplette Set. Dann haben wir die Glyphe der Dunkelheit. Alter, guck mal, wie das Ding sich hier aufbaut. He? Zieht euch mal diesen Effekt an, wenn sich das aufbaut. Für 500 V-Bucks. Holy crap. Kriegt von mir auch 8 von 10 und das für ein Standardgleiter. Das ist einfach nur Dark Glyph. 4,28 von 5 bei 53 Votes, 62 Reminders, 10 Mal im Shop, auch am 15. Mai das letzte Mal im Shop. So, dann kommen wir zu dieser neuen animierten Lackierung. Schlürf heißt das Ding für 700 V-Bucks. Das sieht aber nicht toll aus. Also, ich weiß nicht, also hinten pink, was sowieso schon nicht meine Farbe ist, und vorne dieser Schlürf sieht auch irgendwie. Also. Also mein Ding ist es überhaupt nicht. Ich finde, auch wenn es eine animierte Lackierung ist, dann kostet das Teil auch noch 700 V-Bucks, ja. Sorry, Dudes, aber mein Ding ist das gar nicht. Also finde ich, es eine der schlechtesten Lackierungen. Also wenn ich schon allein gucke, wie das Ding hier vorne aussieht. Das sieht doch, also sorry, aber das sieht scheiße aus. Von mir kriegt Schlürf nur 3 von 10. Jetzt bin ich gespannt, wie ist Alter, wie ist das Voting? Ehrlich, ich check's nicht. Okay. 3,8 von 5 bei 5 Votes allerdings nur. Jo, 35 Reminders jetzt bereits. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es mal ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, mein Like, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.